Jetzt haben wir also wieder, oh Gott, wie hieß sie? Mio, glaube ich. Also die Sicht von Mio, die Vizekapitänin vom Mio und Matsuri waren es, glaube ich. Ich wollte es mir jetzt merken, nachdem ich mir das Opening nochmal angesehen hatte, Anfang der Aufnahme. Ja, die Sicht von der Vizekapitänin des Laufteams. Ich weiß gar nicht mehr, was an dem Tag am 12. Juli noch war. Ich glaube, wir hatten es noch nicht. Das ist ja Rules 2. Hier hatten sie sich getroffen, um zu überlegen, was sie wegen dem Sommercamp machen und so die drei Regeln erklärt, dass sie eben nicht über Kissen hinausgehen, wenn sie in der Schule sind und so weiter. Die ganze Geheimhaltungssache. Und das hier müsste der Tag gewesen sein, an dem sie dann auf die Idee kamen, wahrscheinlich weil sie mal wieder die Woche über Hinas leckeres Essen gesehen hatten, Yuna zu fragen, ob sie beim Sommercamp die Sache übernehmen kann. Das müsste jetzt also sozusagen die Begegnung mit Yuna aus der Sicht von ja, Mio sein. Schauen wir mal. Sumimasen, oder? Hallo. Ah, oh, Hina, komm rein. Oh, was denn los? Ah, okay. Die beiden waren gerade wahrscheinlich dabei, waren wahrscheinlich eng aneinander umarmt oder geküsst oder so. Und Hina ist wahrscheinlich Tür aufgemacht und hat gerade, also ja, ganz knapp verpasst die beiden. Oh, Gott sei Dank. Das war, glaube ich, gerade noch rechtzeitig. Ich war gerade in der Lage noch gewesen, Matsuri von mir loszureißen, so wie üblich. Wir waren alleine in unserem Clubzimmer, aber jetzt war gerade die Erstklässlerin Hina hineingekommen. Sie ist sehr klein und ruhig oder hat einfach nicht allzu viele Dinge zu sagen, schätze ich mal. Jedenfalls, sie ist gegenüber ihren Senpais unglaublich höflich, deswegen muss sie gut erzogen worden sein. Sie ist wie so ein kleines Hündchen, was aber nicht allzu anhänglich ist. Aber dennoch, ja, guter Natur oder ein sehr freundlicher Charakter. Matsuri mag sie sehr gerne und ich auch natürlich. Sie sieht immer so aus, als genießt sie es sehr, wenn sie läuft. Ich bin gekommen, um Mittag zu essen. Haha, also hast du auch heute deine Lunchbox mitgebracht. Du hast ja einen echt guten Hunger, nicht wahr, Hina? Oder einen guten Appetit. Sagt man das im Deutschen so? You have a good appetite? Du hast ein. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie kann man das. Das will ich jetzt mal nachgucken. Ob's good appetite, ob's da einen Ausdruck dafür gibt. To have a good appetite. Einen gesunden Appetit haben. Einen guten Appetit haben. Huh. Hab ich noch nie so ge gehört im Deutschen, aber na gut. Laut dict.cc geht das scheinbar. Ja, China bringt dann und wann mal zwischen der Asaren, also dem Morgentraining, bevor die erste Unterrichtsstunde losgeht und im Unterricht, ab und zu mal ihr Lunch vorbei. Aha, also es ist jetzt hier, stimmt, weil in der Mittagspause kamen die beiden ja bei Yuna vorbei, deswegen wäre das jetzt komisch, wenn sie dann von hier zu Yunas Unterrichtszimmer und so weiter gehen. Also ist das hier ganz früh am Morgen, 8 Uhr oder so morgens wahrscheinlich vor dem ersten Unterricht noch, deponiert sie gerade die Lunchbox wahrscheinlich hier. Die China. Achso, Food bringt Essen her. Ich dachte, damit war jetzt schon das Lunch gemeint, aber gut. Sie bringt auch natürlich auch das Mittagessen mit. Und sie sagt, dass sie das Frühstück dass sie das Frühstück immer vor dem Training einnimmt. Ich habe noch nie jemanden mit so einer kleinen Körpergröße gesehen, der so viel isst. Ich bin dadurch schon ein bisschen beeindruckt. Es sieht nicht so aus, als würde sie es übertreiben damit, und sie isst auch immer vollständig zu Ende, was sie mitbringt. Sie sagt auch, bedankt sich auch immer bevor und wenn sie mit dem Essen fertig ist, was es sehr süß macht. Und noch viel mehr. Du hättest doch mehr Zeit, wenn du es in deinem Klassenzimmer isst, nicht wahr? Es wollen immer alle ein Stückchen davon essen, wenn ich dort bin oder wenn ich es dort esse. Aber wenn du es hier isst, wollen wir ein paar Schnäppchen oder ein paar Scheibchen abhaben. Hey, Matsuri, jetzt klau kein Essen von unseren Erstklässlern. Aber Hinas Lunchboxen sind so unglaublich gut. Das hast du doch den anderen Tag auch gemeint, nicht wahr, Mio? Ja, vielleicht, aber Hinas Lunchboxen sind wirklich großartig.
Sie schmecken gut, aber es ist auch ihre Nährstoffbalance, die mich am meisten beeindruckt. Sie schmecken auch, wenn sie kalt geworden sind, und sie sind gut zusammengestellt. Ich kann verstehen, warum Hina es so sehr genießt, sie zu essen. Du meintest mal, dass es deine Nachbarin ist, die sie für dich macht, nicht wahr? Und du meintest, sie wäre ja eine Zweitklässlerin hier in der Schule, nicht wahr? Dafür, dass Matsuri ein paar von ihren Nebenbeilagen sich wegschnappte, gab Hina nur einen kleinen bösen Blick ab. Ich muss schon sagen, das ist echt lecker. Hey, Mio. Was? Was denkst du davon, wenn wir diese Nachbarin von Hina fragen, ob sie uns beim Kochen mit dem Camp hilft? Hä? Ist das dein Ernst, Matsuri? Diese Frage lag mir auf den Lippen, aber dann dachte ich darüber nach. Hinas Mittagsboxen oder Lunchboxen sind sehr lecker und sie sind sehr gut durchdacht. Es ist eindeutig, dass das Mädchen sehr gut, eine sehr gute Köchin ist. Aber das Laufteam sind mehr als 20 Mitglieder. Das ist schon einen anderen Löwen, den man Fressen vorzuwerfen hat, als einfach nur Mittagessen für Hina zu machen. Ja, schätze mal schon. Hey, Hina. Ja? Glaubst du, das Mädchen wäre in der Lage, bei dem Camp für 20 Leute Essen zu machen? Wenn sie einfach nur kochen oder so als Hobby oder dergleichen mag, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel, was wir ihr abverlangen. Ich glaube, Yunane könnte es schaffen. Hä? Ernsthaft? Allerdings ohne sie zu fragen, weiß ich es natürlich nicht. Können wir sie dann fragen? Hey, Matsuli, wir kennen doch noch überhaupt die Pläne von dem Mädchen nicht. Und deswegen fragen wir ja. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr darüber machen, falls sie zustimmt. Ich schätze mal schon. Ist es denn okay, Hina, wenn wir sie fragen? Okay, dann sollten wir mal zu ihr gehen, während es doch. Ist es immer doch Mittagspause, verdammt. Dann sollten wir mal zu ihr rübergehen, während es noch Mittagspause ist. Was? Heute? Naja, oh Gott. Aber das sagt man im Deutschen auch so, oder? Man soll das Eisen noch schmieden, während es heiß ist, oder? Ich meine, das mal im alten Gothic gehört zu haben, aber ich guck mal doch wieder nach. Wie ist der englische Ausdruck? Strike while the iron is hot. To strike while the iron is hot. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, meine ich doch. Das sagt man im Deutschen auch so. Falls sie Nein sagt, müssen wir uns halt was anderes einfallen lassen. Aber wenn sie Ja sagt, dann müssen wir einfach nur die Zahl der Leute bei der Bewerbungsliste ändern. Ich schätze mal schon. Ich könnte niemals so direkt sein hier in dem Zelt. Oder, nee, warte mal. Jetzt habe ich das englische Wort verloren. Decisive. Ich könnte niemals so entschlossen, bestimmt entschieden sein. Okay. Ich könnte niemals so entschieden sein wie sie, aber sie hat recht. Je schneller, desto besser. Okay, dann könntest du uns während der heutigen Mittagspause dahin bringen, Hina? Okay. Also war es jetzt doch noch nicht Mittagspause. Okay, sorry. Yunane, sagtest du? Also ist ihr Name Yuna-chan? Kann ich dich noch was fragen? Ist sie süß? Jetzt hör mal, Matsuri. Was fragst du denn da? Sie hat echt eine Macke weg, oder sie hat echt was weg für süße Mädchen. Ich glaube, sie würde sich sehr gut mit Tsurugumino-san verstehen. Ich hatte einen Moment lang Sorge, dass China eventuell Probleme hätte, eine so seltsame Frage zu beantworten, aber. China gab ein kleines Nicken von sich und Matsuri war so deutlich sichtbar glücklich darüber, dass ich ihr am liebsten ein bisschen in die Seite stoßen wollte. Wahrscheinlich Cut zu Mittagspause.
Welche von den Mädels ist es? Hina? Oder ist sie Hina? Da drüben, sagte Hina und zeigte auf die Mitte des Klassenraumes. Also das Mädchen, was dort mit dem, mit dem Pferdeschwanz stand. Ja, sie ist schon ziemlich niedlich. Sieht auch ein bisschen cool aus. Das war gerade aus. Ich war gerade bei Matsulis Perspektive, aber das ist der Mio. Ja, sie ist schon ein bisschen süß. Sieht auch ein bisschen cool aus. Könnte sehr Matsulis Typ sein. Könntest du sie uns dann herrufen, Hina? Okay. Tja, Hina lief in das in das Klassenzimmer von den zwei Klässlern herein und zog einige Rufe oder einige Begrüßungen von einigen der Mädchen zu sich. Sind das etwa Schülerinnen, die sie kennt? Ah, es sind auch Mitglieder vom Laufteam in der Klasse, natürlich. Tja, scheint wirklich so, als wäre das Mädchen mit dem Pferdeschwanz, was dort steht, Yuna-san. Hina redet mit ihr. Hina schaute zu uns herüber und deutete auf uns. Und Yuna folgte ihrem Blick. Wie ich es mir dachte. Naja, sie sieht schon so aus, als würde sie einen Verdacht hegen. Wahrscheinlich fragt sie sich einfach, warum zwei Senpai vom Laufteam plötzlich mit ihr reden wollen. Ha, schätze mal schon. Ich muss schon sagen, sie ist niedlich. Jetzt hör auf, ihr zu winken. Bist du neidisch? Nein. Ach komm, du könntest doch ein bisschen neidisch sein, oder etwa nicht? Naja, dann sollten wir es mal hinter uns bringen. Tomi-san! Hast du eine Minute Zeit? Oh, ich hatte keine Zeit, sie aufzuhalten. Ohne auch noch nur das geringste bisschen zu zögern, war... Oder... No, nee, Quatsch. Innerhalb von wenigen Sekunden war jedes Auge im Klassenraum auf mich oder Matsuli gerichtet. Oder auf Yuna-san. Versteht Matsuli denn, dass sie eigentlich schon sowas wie eine kleine Berühmtheit hier in dieser Schule ist? Es wird auch nicht lange dauern. Okay. Es tut mir für Yuna-san schon fast ein bisschen leid, aber jetzt kann sie uns definitiv nicht ignorieren. Sie kam auf uns zu und die Art und Weise, wie Hina ihr dann ein bisschen auf die Schulter klopfte, war schon süß. Du bist also Yuna-chan, ne? Hinas Kindheitsfreundin, wie sie uns erzählt hat. Ach ja, ich bin die Kapitänin vom Laufteam. Amishima Matsuri. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin die Vizekapitänin, Inamoto Mio. Tut mir leid, dass wir dich so plötzlich hier überfallen. Ach nee, ist schon in Ordnung. Sie schien nicht zu nervös zu sein. Eher interessiert oder neugierig darauf, weswegen sie ausgerufen wurde, denke ich mal. Und zumindest ein klein bisschen vorsichtig. Also Yuna-chan. Ja? Ist es wahr, dass du diejenige bist, die Hinas Lunchboxen macht? So fängst du also diese Unterhaltung an? Naja, ich schätze mal, ich überlasse es zunächst einmal dir, Matsuri. Ja, das stimmt. Ha, dann stimmt es also. Naja, ich habe immer mal ein bisschen Essen von ihr geklaut und es ist absolut top-notch. Es ist sogar lecker, wenn es kalt geworden ist und es ist auch gut ausbalanciert und es sieht auch gut aus. Vielen Dank für all die kleinen Mahlzeiten. Du wirst bestimmt mal eine großartige Ehefrau werden, Yuna-chan. Hä? Oh, danke. Ja, das wird definitiv nichts. Warum laberst du all dieses Zeug, bevor du überhaupt sagst, warum wir sie hier ausgerufen haben? Ich werde zwar nicht neidisch deswegen, aber warum gehst du immer erstmal auf die vollkommen falsche Bahn oder weswegen drehst du immer erstmal um den heißen Brei herum? Yuna weiß doch überhaupt nicht, was sie hier jetzt zu sagen hat. Ist es das, weswegen ihr mit mir reden wolltet? Hä? Ah, tut mir leid. Ich komme da mal zum Punkt. Komm schon, Matsuri. Du solltest die Unterhaltung nicht immer so auf ein anderes Gleis bringen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ja. Naja, es hängt ja miteinander zusammen, nicht wahr? Und ich wollte ihr tatsächlich immer mal danken. Ich bin schließlich ein großer Fan von Hinas Lunchboxen. Ja, das funktioniert definitiv nicht. Wir sollten langsam mal zum Punkt kommen.
Wir werden nirgendwo hingelangen, wenn ich das dir überlasse. Es tut mir leid, Yuna-san. Oh, ja. Die Sache ist, wir hätten eine Bitte an dich. Die Sommerferien sind ja bald, nicht wahr? Richtig. Und das Laufteam wird auch beim Sommercamp teilnehmen. Aber, naja, jedes Jahr gibt's immer dieses Problem mit dem Essen, was wir bedenken müssen. Wir haben den Manager und die Teammitglieder tauschen sich normalerweise mit dem Kochen jedes Jahr aus. Aber dieses Jahr, naja, haben wir niemanden, der tatsächlich Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten hat beim Kochen. Manchmal können wir auch dafür sorgen, dass die Mütter von Mitgliedern aushelfen oder so etwas. Aber es scheint nicht so, als wäre das dieses Jahr eine Option. Ich glaube zwar, dass wir es irgendwie schaffen könnten, aber naja, es wäre wirklich sehr schön, wenn wir solche Sachen wie Kalorien und Nährstoffe auch planen könnten. Aber um das zu tun, brauchen wir eine gute Köchin oder einen guten Koch, der unsere Mahlzeiten zubereiten kann. Hm. Und ich bin auch immer sehr beeindruckt von Hinas Lunchboxen. Sie schauen wirklich so gut durchdacht aus und sie schmecken auch unglaublich gut natürlich. Tja, Mio ist schließlich eine Komplizin, wenn es ums Essen stehlen geht. Jetzt sei mal leise, Matsuri. Jedenfalls, wir haben von Hina gehört, dass du eine wirklich gute Köchin bist, Yuna-san. Glaubst du, wir könnten dich darum bitten, dem Laufteam auszuhelfen? Wir würden gerne, dass du beim Camp teilnimmst als unsere Köchin. Deswegen sind wir gekommen, um dich da noch zu fragen. Bitte, Yuna-chan, wir würden es wirklich unglaublich schätzen. Ich glaube, ich könnte meine Laufrekorde brechen, wenn ich dein Essen zu essen kriege, Yuna-chan. Yuna-san hörte endlich auf, so verwirrt reinzublicken. Gut, scheint so, als hätte sie verstanden, worum wir sie hier bitten. Allerdings frage ich mich, ob sie es akzeptieren wird. Erstmal, wie viele Leute sind im Laufteam? Ah, was das angeht. Ja, es werden 20 Leute sein, die beim Camp mit teilnehmen, denke ich. Naja, 22 vielleicht? Ich hatte nicht erwartet, dass sie so plötzlich nach der Anzahl fragt. Sie muss ziemlich intelligent dafür sein, dass sie die wichtigste Sache als erstes bedenkt. Natürlich würden wir es nicht erwarten, dass du alles alleine machst, Yuna-san. Wir würden dir ein paar Assistenten zur Seite stellen. Yuna-san schien einen Moment darüber nachzudenken. Vielleicht war sie in der Entscheidungsfindung, ob sie es tun könnte oder nicht. Wenn sie Lunchpakete wie das für Hina machen könnte, war ziemlich eindeutig, dass sie eine gute Köchin ist. Und wenn sie nach der Anzahl der Leute fragt, dann bedeutet das, dass sie auch ziemlich viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten hat. Ich hätte es gerne, wenn sie akzeptieren würde, in diesem Fall. Also, wenn dem so wäre, würde ich es gerne sehen, dass sie unsere Anfrage annimmt. Wir können ihr einige Erst- und Zweitklässlerinnen zur Assistenz geben, falls ihr es ein bisschen an Flotten oder an helfenden Händen fehlt. Was denkst du, Yuna-san? Komm schon, Yuna-chan, wir flehen dich an. Ja, ich verstehe. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich aushelfen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Wirklich? Oh, danke dir. Dann freuen wir uns, dich mit an Bord zu haben. Wir werden dich dann mit auf die Liste von der Anmeldung vom Laufteam packen. Wirst du denn in der Lage sein, jeden Tag mit teilzunehmen? Ja, das wird schon passen. Vielen Dank. Du wirst uns eine großartige Hilfe sein. Ja, ich tue das Beste, was auch immer ich kann. Ja, sie scheint ziemlich verantwortungsbewusst zu sein. Ich glaube, sie ist nicht der Art von Mensch, der akzeptieren würde, wenn sie sich nicht sicher ist, dass sie es auch tatsächlich schaffen könnte. Wenn sie sich nicht sicher wäre, dass sie es tatsächlich schaffen könnte. So. Sieht so aus, als wäre auch Matsuri sehr erleichtert. Ha, sehr gut. Ich glaube, wir wären echt, also wir wären, und es wäre uns das Herz gebrochen, wenn du Nein gesagt hättest. Ja, mit all dem Zeug, was du gesagt hast über Essen klauen und ein Fan von ihr sein und so. Jetzt hör mal zu, Mio. Ich habe die Unterhaltung nur mit dem lustigen Zeugs angefangen, um es ein bisschen wahrscheinlicher zu machen, dass sie akzeptiert. Und du bist doch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass es alles so steif und ernsthaft klingt. Was, wenn du dafür gesorgt hättest, dass Yuna-chan uns ablehnt, weil sie gedacht hätte, dass es wirklich echt ätzend und hart wird? Man muss die Dinge aber nur mal
ordentlich erklären. Du willst, dass sie ja auch verantwortungsbewusst mit der ganzen Sache umgeht, wenn sie es für uns macht, nicht wahr? Du bist echt ein bisschen zu steif, Mio. Denkst du nicht auch, Hinata-chan? Es ist doch besser, wenn man Spaß an der Sache hat, nicht wahr? Du kannst Matsuri bei solchen Sachen nicht zuhören. Sie nimmt einfach überhaupt nichts ernst. Was soll das denn heißen? Komm schon, Hinata-chan. Mein Weg, darüber nachzudenken, ist doch besser, nicht wahr? Du könntest uns sagen. Was glaubst du, welcher Senpai von uns ist cooler, Hinata-chan? Eine weitere Frage mit fiesen Hintergedanken. Aber auch ich war ein bisschen an ihrer Antwort interessiert. Ich wollte wissen, was Hinata-san dazu zu sagen hätte. Ich glaube, ich würde auch gerne wissen, was du darüber denkst. Einfach nur, um mal eine zweite Meinung gehört zu haben. Hinata-san dachte ein bisschen darüber nach und gab dann so ziemlich die Antwort ab, die ich erwartet hätte. Ja, es war natürlich klar, dass sie nicht einfach in der Lage wäre, zwischen uns zwei zu wählen, wenn sie uns ja heute erst kennengelernt hatte. Das Mädchen ist wirklich sehr verantwortungsbewusst. Ich glaube, sie wird einen guten Job erledigen mit dem Kochen beim Camp. Tut mir leid, dass wir dich etwas so Seltsames gefragt haben, Hinata-san. Wir werden auf dich dann zählen beim Camp und wir werden dir die Details dann später noch zukommen lassen. Okay, alles klar. Ich glaube, die direkten Worte, die Yuna gewählt hatten, wurden jetzt hier auch übersprungen von der Auswahl, die wir ja getroffen hatten. Das war ja dann auch eine von zwei Entscheidungen, die wir machen konnten an der entsprechenden Stelle. Okay, wir sehen uns. Freue mich dann schon aufs Camp. Na dann, stören wir dich mal nicht weiter. Wir sehen uns nach der Schule, Hina. Jo. Bye bye, Hina und Hinata-chan. Matsuri und ich winkten Hinata-san und Hina zu. Winkten Hinata-san zu und auch Hina, welche direkt neben ihr stand. Ich bin froh, dass sie akzeptiert hat. Und jetzt werden wir unser eigenes unser eigenes Essen haben, wie die Lunchboxen von Hina, jeden Tag beim Camp. Ja. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Self-serving, also selbstbedienerisch direkt übersetzt, aber ich glaube, da gibt es noch einen besseren Ausdruck. Self-serving. Gucke ich mal ganz kurz. Eigennützig, genau. Du bist ja so eigennützig, Matsuri. Das sagte ich zu ihr. Aber sagte ich zwar zu ihr, aber ich freute mich jetzt auch sehr auf das Camp.